Ich rufe auf den nächsten Punkt, 62. Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessische Polizei unterstützt Hamburger Kolleginnen und Kollegen auch beim G20-Gipfel. Demonstranten müssen friedlich protestieren, extremistische Gewalt verhindern, 1950-41. Es beginnt der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Meine Damen und Herren, der Gipfel der 20 führenden Industrienationen in Hamburg steht bevor. Unverhohlene Gewaltaufrufe und gefährliche Straftaten, die schon jetzt zu verzeichnen sind, lassen für die Gegendemonstrationen nichts Gutes erahnen. Worum geht es bei G20? Wir leben in Zeiten zunehmender internationaler Verflechtungen. Die Staaten stehen globalen Herausforderungen gegenüber. Der Dialog zwischen Staaten, der Weg der internationalen Diplomatie, ist deshalb von herausragender Bedeutung. Meine Damen und Herren, der G20-Gipfel ist ein wichtiger Baustein im Gefüge der internationalen Friedensdiplomatie. Und wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass der G20-Gipfel stattfindet und Bundeskanzlerin Merkel dazu nach Hamburg eingeladen hat. Mir fehlt jedes Verständnis, dass ausgerechnet die, die von sich behaupten, für Pazifismus und internationale Werte einzutreten, aktiv daran arbeiten, dass es immer schwerer wird, überhaupt internationale Gipfeldiplomatie zu bestreiten. Meine Damen und Herren, die vergangenen Jahre zeigten, dass Proteste teilweise so massiv, so hasserfüllt, so gewaltbesessen sind, dass internationale Gesprächsforen nur noch mit immensem Polizeischutz überhaupt stattfinden können. Wir Hessen unterstützen die Durchführung dieses Großereignisses in Hamburg für die gesamte Dauer mit annähernd 1.000 Beamtinnen und Beamten. Wir unterstützen mit unseren Polizeikräften die Durchführung dieses wichtigen internationalen Gesprächsforums. Und wir unterstützen damit auch die Durchführung von friedlichen Protesten und die Gewährleistung von Demonstrationsfreiheit, meine Damen und Herren. Aber wir blicken auch mit Sorge nach Hamburg, denn nicht zuletzt die EZB-Eröffnung in Frankfurt hat uns gelehrt, dass Linksextreme nicht kommen, um ihr demokratisches Grundrecht, friedlich und ohne Waffen zu demonstrieren, wahrzunehmen. Wir wissen sehr genau, was sie wollen, denn sie sagen es ohne jede Scham frei heraus. Die weit ins demokratische Spektrum hinein bestens vernetzte linksextremistische Szene kündigt ganz offen an, was man will. Ich darf zitieren: G20 ändern, entern, Kapitalismus versenken, ist etwa das Motto des Roten Aufbaus in Hamburg. Das ist kein pubertärer Spruch, meine Damen und Herren, denn der Sprecher des Roten Aufbaus in Hamburg wird konkreter. Wörtlich sagt er, mit uns gibt es Molotow-Cocktails statt Sektempfang. In einer Videobotschaft, das ist schon irre genug, es geht noch weiter, in einer Videobotschaft dieser Truppe spricht ein Rapper von, Zitat, Steinen auf die Hundertschaften, von Hass und von brennenden Wagen. Das ist die Sprache von Hass, Niedertracht, Menschenverachtung und von roher Gewalt, meine Damen und Herren. Und wir wissen ja aus Erfahrungen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Worten nicht bleiben wird. Und auch das machen manche Linksextremisten ungeniert deutlich. Eine Frontfrau der interventionistischen Linken sagt, Zitat, wir werden uns nicht geschlossen von Gewalt distanzieren. Wir erwarten aber, dass sich Linke und Linksextreme von Gewalt distanzieren, meine Damen und Herren. Bereits im Vorfeld gab es Sabotageakte von Bahnstrecken. Am Dienstag wurde berichtet, dass die Hamburger Polizisten aufgefordert wurden, ihre Privatautos vor dem Losfahren zu untersuchen. Der Grund war, in mehreren Fällen wurden Radmuttern an Fahrzeugen gelöst, und Verdächtige wurden beim Notieren von Kennzeichen von Privatwagen aufgelegt. Meine Damen und Herren, das kann man nicht relativieren. Das ist Politik von Gewalt gegen Menschen und Sachen. Meine Damen und Herren, um es ganz deutlich zu sagen, wer Steine und Molotow-Cocktails auf Menschen schleudert, wer Radmuttern von PKWs löst, der nimmt den Tod von Menschen in Kauf. Ja. 28 Demonstrationen sind im Bereich von G20 angemeldet. Und am letzten Gipfeltag, am 23. Juni, wird eine linksautonome Demonstration mit dem Titel zitiert, Motto G20, Welcome to Hell. Das ist der Titel der Demonstration, meine Damen und Herren. Das ist doch Irrsinn, was Linke und Linksextreme sich in Hamburg leisten. Angesichts dieser offenen Drohung kann man nur sagen, hier muss der Rechtsstaat mit aller Härte vorgehen, wenn es Gewalt gibt und zu Gewaltausschreitungen kommt. Man muss doch schlicht besorgt sein, was man lesen und hören muss bereits im Vorfeld, was auf diese Stadt zuzukommen scheint.
und nicht nur auf diese Stadt. Es sind ja auch unsere hessische Polizeibeamten und Beamten, die bei der Hamburger Polizei aushelfen und vor einem schwierigen Einsatz stehen, meine Damen und Herren. Ich sage ganz deutlich, Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen ist für uns Christdemokraten inakzeptabel und hoffentlich auch für alle anderen Demokraten. Meine Damen und Herren, das wird ein Großeinsatz. 15.000 bis 20.000 Polizistinnen und Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet werden dieses Spitzentreffen absichern gegen militante Gegner, genauso wie gegen Anschläge. Dazu kommen 140 Diensthunde, 110 Polizeipferde, 11 Hubschrauber, 7,8 Kilometer Absperrgitter und 3.000 Einsatzfahrzeuge. Sie alle, darunter auch Beamtinnen und Beamte aus Hessen, werden für Sicherheit sorgen und dafür ihren Kopf hinhalten. Wir sagen Respekt, Dank und Anerkennung, dass Sie da überhaupt hingehen, meine Damen und Herren. Kollege Bauer, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss mit einem dreifachen Ausblick. Wir hoffen und wünschen, dass alle Beamtinnen und Beamten gesund und wohlbehalten aus ihrem Einsatz zurückkehren. Wir wünschen uns, dass das ein erfolgreiches Gipfeltreffen wird, das friedlich und ohne Proteste ablaufen wird. Und wir erwarten auch, dass Gewalttäter, Krawallmacher und insbesondere Personen, die Schutzleute angehen und verletzen, die entsprechende Härte des Rechtsstaats erfahren. Besten Dank für die Aufklärung. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Kollegin Wissler, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist gut, dass die CDU die berechtigten Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg im Landtag zum Thema macht. Denn das ermöglicht uns, noch einmal zu sagen, warum es so wichtig ist, dass möglichst viele Menschen in der kommenden Woche in Hamburg demonstrieren. Zuerst will ich aber etwas sagen zu den absurden Horrorszenarien, die die CDU hier aufgemalt hat. Die Ankündigung einer drohenden Gewaltorgie hat nur den Nutzen, den Protest zu diskreditieren und Menschen von einer Teilnahme an Demonstrationen abzuschrecken. Den Aufruf zur zentralen G20-Demonstration haben viele Gruppen und Einzelpersonen unterzeichnet, darunter DIE LINKE, die Jusos, die BUND-Jugend, die Naturfreunde-Jugend, die GEW Hamburg, die IG Metall-Jugend sowie Gliederungen von Pax Christi. Ein kirchliches Bündnis aus Hamburger Kirchengemeinden, Brot für die Welt und vielen weiteren christlichen Einrichtungen ruft zu Friedensgebeten und anderen Veranstaltungen auf. Nur eine kleine Auswahl, um einmal die Breite der Aktionen und der Akteure zu verdeutlichen. Meine Damen und Herren, all das ist sinnvoller und notwendiger Protest in seinen vielfältigen Ausdrucksformen. Und Gründe gibt es genug. Die G20 sind ein informeller Zusammenschluss der mächtigsten Staaten der Erde, der keine völkerrechtliche Grundlage besitzt, aber sich anmaßt, über die Zukunftsthemen der Menschheit zu beraten. Die G20 diskutieren aus der Perspektive der reichen und mächtigen Staaten der Welt über Probleme, die sie selbst maßgeblich verursacht haben, den Klimawandel, die Deregulierung der Finanzmärkte, Hungersnöte und Konflikte und Kriege auf der Welt. Meine Damen und Herren, Sie reden über den afrikanischen Kontinent, aber nur ein afrikanisches Land sitzt überhaupt am Tisch. Sie reden über den Klimawandel, sind selbst die größten Klimasünder. Sie stehen für Freihandel, der doch immer nur den großen Konzernen dieser Welt nützt. Sie stehen für eine Flüchtlingspolitik, die vielen Menschen das Leben kostet. Und Sie reden über Frieden, sind aber selber die größten kriegsführenden und rüstungsproduzierenden Staaten. Meine Damen und Herren, all das ist Gewalt. Und über diese Form der Gewalt sollte sich die CDU mal empören, aber doch nicht über den Aufruf, friedlich gegen diesen Gipfel zu demonstrieren und ihn zu kritisieren, ihn zu blockieren, um damit gegen die alltägliche strukturelle Gewalt durch Hunger und Ausbeutung, durch Krieg und Kapitalismus zu demonstrieren, meine Damen und Herren. In Hamburg wird der rote Teppich ausgerollt,
für Trump, für Putin, für den saudischen König, für Erdogan. Und ich sage Ihnen, statt vor den Protesten zu warnen, sollte man mal besser auf Erdogans Bodyguards aufpassen, die ja gerne mal im Ausland Demonstranten vermöbeln, wie das zuletzt beim Staatsbesuch in den USA. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte darum, die Rednerin auch reden zu lassen. Und dieser fragwürdige Gipfel soll mitten in Hamburg, ausgerechnet im Schanzenviertel, stattfinden. G20 wird Hamburg über Tage hinweg lahmlegen. Und sie wird die Stadt als Kulisse für ein inszeniertes Schauspiel der Macht missbrauchen, während die dort lebenden Menschen faktisch in ihre Wohnungen eingesperrt werden. Tausende Bürger werden in ihren Grundrechten und in ihrem Demonstrationsrecht eingeschränkt. Und ich sage Ihnen, das ist weder erforderlich, noch ist das verhältnismäßig, was gerade in Hamburg passiert. Das Ganze wird vermutlich weit über 100 Millionen € kosten. Wie viel genau ist unklar. Der G20-Gipfel in Toronto hat 380 Millionen € gekostet. Wie teuer das in Hamburg ist, weiß keiner. An der Stelle wird auch von niemandem auf die Schuldenbremse oder Sonstiges verwiesen. Und dabei wissen wir doch alle, dass dieser Gipfel keinen Konflikt auf dieser Welt entschärfen, keine Hungerkrise beenden und keine Lösung für den Klimawandel finden wird, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine Damen und Herren, die CDU will ja über den Polizeieinsatz reden. Und deshalb möchte ich gerne aus einem offenen Brief eines Polizeibeamten zum G20-Gipfel zitieren, der auch von vielen Medien berichtet wurde. Darin kritisiert dieser Polizeibeamte unter anderem die horrenden Kosten, aber auch die enorme Belastung der Polizeikräfte durch Überstunden. Er kritisiert auch aber den Gipfel selbst. Das möchte ich Ihnen gerne einmal vorlesen, was der Polizeibeamte schreibt. Ich zitiere: Liebe Staats- und Regierungschef, ich bin Ende 30 und Polizeibeamter. Ich bin nicht zur Polizei gegangen, um dafür zu sorgen, dass Menschen in überteuerten Anzügen noch teurer essen und Konzerte besuchen können, um das Ganze noch mit wichtigen politischen Anliegen zu rechtfertigen. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, wie ignorant dieses Treffen geplant und gegen den Willen hunderttausender Menschen durchgesetzt wird. Und weiter, und damit will ich enden. Mir und den anderen eingesetzten Kollegen wünsche ich eine einigermaßen entspannte Zeit, und dass alle gesund bleiben und dass die gesammelten Überstunden wieder abgebummelt werden können. Ich wünsche aber auch den Menschen, die zum Protest nach Hamburg kommen, ein gutes Gelingen. Ich hoffe, dass nicht Gewalt und Krawall die Kollegin, Nachrichten bestimmen. Der Schluss muss ein bisschen schneller. Sondern dass die mit Sicherheit vielfältigen friedlichen Proteste wahrgenommen werden. Meine Damen und Herren, diesen Wünschen kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne auf nach Hamburg, grenzenlose Solidarität statt G20. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Wissler, ich hätte mir gewünscht, dass Sie hier eine klare Aussage auch zu dem machen, was bei uns im Grundgesetz steht. Unser Grundgesetz ist weitreichend. Unser Grundgesetz sagt, Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit sind ganz hohe Güter bei uns. Das haben die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, die haben da sehr weit gedacht und haben da sehr weite Regelungen hereingeschrieben. Aber ich würde mir eben auch wünschen, wenn Sie hier vorne etwas über Demonstrationsrecht und Demonstrationsfreiheit sagen, dafür sind wir ausdrücklich, dass Sie hier auch sagen, was im Grundgesetz steht. Friedlich und ohne Waffen. Friedlich und ohne Waffen. Und das ist eben der Punkt, und da fühle ich mich. Das ist eben der Punkt, wo ich mich erinnert fühle an die Debatte, die wir hier geführt haben vor Blockupy. Erinnern Sie sich dran? Erinnern Sie sich dran? Da haben wir hier von diesem Pult aus diskutiert, und Sie und Kollege Schaus haben von hier vom Pult aus gesagt, ein martialisches Aufgebot von Polizei, vollkommen überzogen. Geht überhaupt nicht. Und wir hatten es da zu tun mit einer Einweihung einer Europäischen Zentralbank mit Regierungsvertretern, hohen Regierungsvertretern. Wir hatten es damit zu tun, dass wir eine Demonstration hatten. Da sollte das Demonstrationsrecht geschützt werden, morgen früh.
hatten wir diese Aktionen. Erinnern Sie sich noch an die Bilder, Frau Kollegin Wissler? Erinnern Sie sich noch an die Bilder des Morgens, brennende Polizeistationen und brennende Polizeiautos? Ich würde mir wünschen, dass wir im Hessischen Landtag sehr deutlich sagen, Demonstrationsrecht, Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind bei uns ganz hohe Güter, aber friedlich und ohne Waffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Friedlich und ohne Waffen. In unserem Land darf jeder seine Meinung äußern. Diese Meinung muss einem nicht passen, aber man darf die Meinung in unserem Land äußern. Die Sicherheitsbehörden, die Polizei sollen dieses Grundrecht auf Meinungsfreiheit und auf Demonstrationsfreiheit schützen. Ich würde mir wünschen, dass dieses Recht in allen Ländern dieser Welt so wahrgenommen werden könnte wie bei uns in Deutschland. Das würde ich mir wünschen. Herr Kollege Özdemir hat am 24. in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, friedlicher Protest. Kollege Özdemir hat da gesagt, friedlicher Protest ist verbrieftes Grundrecht. Gewalt und Eskalation hingegen sind keine legitime Form des Widerstands, sondern Ausdruck einer den Rechtsstaat verachtenden Haltung. Zitat zu Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, das ist ein Satz, hinter dem sich alle Demokraten in diesem Hause versammeln können. Und Özdemir hat weiter gesagt, ich will das weiter zitieren, für Gewalt gäbe es keine Rechtfertigung. Bürgerproteste anlässlich des G20-Gipfels hält Özdemir gleichwohl für angebracht. Ein Zitat: Nach Hamburg kommen nämlich Trump und Putin und Erdogan, die neuen autoritären Testosteronachse. Da gibt es genügend Gründe für Protest. Zitat zu Ende. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist richtig. Und deswegen haben wir ein Demonstrationsrecht. Deswegen haben wir dieses Demonstrationsrecht. Natürlich ist es wichtig, dass Staats- und Regierungschefs den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, dass sie miteinander reden. Das ist wichtig, Regierungschefs gerade in schwierigen Zeiten, dass sie zusammenkommen, dass sie über Probleme der Welt reden. Aber es ist auch wichtig, dass Probleme und Differenzen mit diesen Regierungschefs offen ausgetragen werden und dass ihnen gesagt wird, dass ihre Haltung, Teile ihrer Haltung, so nicht akzeptabel wird bei uns in Europa. Weil Bürger- und Freiheitsrechte, Frau Kollegin Wissler, sind nicht teilbar. Deshalb muss man Präsident Erdogan sehr deutlich auffordern, den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yüksel sofort aus der Haft zu entlassen. Das müssen wir fordern. Seit 221 Tagen sitzt Deniz Yüksel ohne Anklage in Haft. Es geht hier um die Verteidigung der Pressefreiheit, der Werte unserer Europäischen Union. Die muss man Herrn Erdogan ganz deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch, da bin ich jetzt gespannt, Frau Kollegin Wissler, Bürger- und Freiheitsrechte sind nicht teilbar. Deshalb muss man Präsident Putin aufgefordert worden, diese Rechte auch zu achten. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, diese europäischen Werte müssen auch von Herrn Putin geachtet werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin. Und ich finde, wir können auch Herrn Trump auffordern und sagen, dass Klimaschutz eine europäische Verabredung ist, dass wir alle zu Klimaschutz stehen und dass wir ihn auffordern, dieses Klimaschutzabkommen eben nicht zu kündigen. Das ist auch eine Aufgabe, was wir in Hamburg verrichten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demonstrationsrecht, ein hohes Recht. Ich bin dafür, dass die Menschen bei uns in unserem Land frei und offen ihre Meinung sagen können, dass sie demonstrieren können. Das ist ein Recht aus unserer Verfassung. Aber wir sagen sehr deutlich, friedlich und ohne Waffen, so wie es im Grundgesetz steht. Wir sehen alle den Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wir Freien Demokraten geben allen Einsatzkräften, die im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg für Sicherheit sorgen, insbesondere natürlich auch den hessischen Kolleginnen und Kollegen, die besten Wünsche mit auf den Weg. Wir haben
Oder ich sollte vielleicht besser sagen, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es keine schweren Ausschreitungen gibt und wir von furchtbaren Bildern, wie sie schon zitiert wurden, wie bei den Blockupy-Krawallen in Frankfurt 2015 verschont bleiben. Wir alle haben noch die Bilder vor Augen vom ersten Polizeirevier in Frankfurt, das kurz vor einer Erstürmung durch linksextremistische Chaoten stand, oder noch deutlicher die Bilder des angezündeten Polizeifahrzeuges, in dem sich ein Polizeibeamter befunden hat, der nur noch knapp dem Tod entkommen konnte. Meine Damen und Herren, leider mehren sich die Anzeichen, dass sich ein ähnliches linksradikales Verbrecherklientel mit hoher Gewaltbereitschaft und ohne jede Scheu, Mitmenschen auf schwerste Weise zu verletzen, auf seinen Einsatz auf dem G20-Gipfel in Hamburg vorbereitet. Zu rechnen ist nach derzeitigen Schätzungen der Polizei mit bis zu 7.000 Autonomen. Mit diesem gängigen Euphemismus werden ja gewaltbereite linksradikale Straftäter aus dem schwarzen Block immer wieder bezeichnet. Und, Frau Kollegin Wissler, hierüber reden wir. Wir reden nicht über die Gewährleistung der Demonstrationsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Die, Frau Wissler, ist in Deutschland gewährleistet. Hier geht es um die Frage der Sicherheit und darum, dass Sie es immer wieder verabsäumen, hier klar einen Trennungsstrich zu diesen Gewalttätern zu ziehen. Meine Damen und Herren, die ersten Vorboten sind leider in den letzten Tagen bereits in und um Hamburg, aber auch im Rest der Republik angekommen. Wie unter anderem die Hamburger Morgenpost berichtet, haben vorgestern unbekannte Reifen zerstochen sowie die Radmuttern an Privatautos mehrerer Polizisten abgeschraubt. Die Täter hatten vermutlich in Nebenstraßen des Polizeipräsidiums und zweier Kommissariate gewartet und gezielt jene Fahrzeuge beschädigt, aus denen Beamte in die Dienststellen gegangen waren. Verletzt wurde wegen dieser Taten bislang zum Glück niemand. Die Polizei in Hamburg hat in dieser Woche zwei linksextremistische Gewalttäter aus Berlin festgenommen, wegen des Verdachts, entsprechend schwere Straftaten im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel vorzubereiten. Bei der Identitätsüberprüfung entdeckten die Beamten in ihrer unmittelbaren Nähe einen Transporter, Berliner Kennzeichen, mit unter anderem Sprechfunkgeräten, Latexhandschuhen, Einwegschutzanzügen und Streusandkisten. Sie können sich einmal überlegen, ob da etwas anderes als das Naheliegende zu vermuten ist, wofür das wohl gelten solle, zumal sich in dem Auto dann auch noch eine Liste mit den Kennzeichen ziviler Polizeifahrzeuge fand. Natürlich, das sind die Vorbereitungen für übelste Straftaten, mit denen wir leider rechnen müssen. Anfang der letzten Woche gab es mehrere, Frau Wissler, hören Sie mal zu. Anfang der letzten Woche gab es mehrere Anschläge auf Bahnstrecken in Deutschland, insbesondere auf wichtige Kabelstränge. Hierdurch wurden in großem Stil Signalanlagen zerstört. Es gab Dutzende verspätete Züge, ein Bekennerschreiben auf der linksextremistischen Plattform. Links unten in die Media.org liegt vor. Bekannt ist im Übrigen auch, dass es bereits mehrere Protesttrainingscamps verschiedener Organisationen gegeben hat, die auch im Vorfeld von Blockupy, wo Sie sich ja immer dazu bekennen, sehr aktiv waren, beispielsweise die Interventionistische Linke. Das lässt Böses befürchten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir erleben werden, ist einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Kollege Bauer hat das schon erwähnt. Mindestens 15.000 Landespolizisten, knapp 4.000 Bundespolizisten und 1.000 Bedienstete des Bundeskriminalamtes sind im Einsatz, unter anderem auch mehrere Sondereinheiten. Besonders bemerkenswert für Hessen, Frau Justizminister Kühne-Hörmann ist wohl verhindert, aber für Sie ist es besonders wichtig, vielleicht kann es ihr jemand ausrichten, auch etwa 140 Staatsanwälte sollen in unmittelbarer Nähe zum Geschehen in Containern arbeiten, um zu entscheiden, ob im Einzelfall bei Richtern Untersuchungshaft beantragt werden soll. Ich darf daran erinnern, dass es nach den Blockupy-Vorfällen zu keiner einzigen letztlich rechtskräftigen Verurteilung kam. Meine Damen und Herren, was letztlich bleibt, ist nur die Hoffnung, dass die Sicherheitskräfte anders als bei Blockupy 2015 auf alles vorbereitet sind und nicht nur die Polizeikräfte aus Hessen wie auch den anderen Bundesländern, sondern auch die Hamburger Bevölkerung von größeren Zwischenfällen verschont bleiben. Wir jedenfalls wünschen allen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen eine gesunde Rückkehr von diesem Einsatz.
Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Kollegin Faeser für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine Vorbemerkung gestatten Sie mir. Ich finde es schon erstaunlich, was der Hessische Landtag mittlerweile in den Aktuellen Stunden für Themen aufgreift und wie sich dann gegenseitig CDU und Linkspartei hier gegeneinander aufschaukeln. Ich glaube nicht, dass das der Sinn einer Aktuellen Stunde im Hessischen Landtag sein sollte. Wir haben Ich nehme die Bemerkung des Innenministers gerne auf, wenn gesagt wird, der Untersuchungsausschuss dieses Landes wäre kein Thema für eine Aktuelle Stunde. Auch wissen Sie, Herr Innenminister, wo Sie es jetzt schon sagen, dann kann ich ja noch einmal sagen, weil ich vorhin in 10 Sekunden es nicht sagen konnte. Sie geben mir das Stichwort für NSU. Es steht im Abschlussbericht auf Seite 1035, dass die hessische Nichtaktenlieferung zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Arbeit des Bundestagsuntersuchungsausschusses geführt hat. Meine Damen und Herren, dann lassen Sie mich das an der Stelle gestatten. Das gehört dann zu den Aktuellen Stunden dieses Landes. Die Kanzlerin, auf Einladung der Bundeskanzlerin, findet der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg statt, Herr Kollege Bellino. Und ich bin gerade der Richtige, der hier zur Unseriosität etwas sagt, Herr Bellino, aber das nur am Rande. Der Gipfel findet am 7. und 8. Juli auf Einladung der Kanzlerin in Hamburg statt. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich das einmal sagen. Ich glaube schon, dass man darüber nachdenken muss, ob ein solcher Gipfel in einer Großstadt stattfindet, weil das zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bevölkerung und auch ich füge das hinzu, zu einer sehr schwierigen Einsatzsituation für alle Einsatzkräfte führt. Aber ich sage auch, ich bin froh, dass wir es in einer freien und offenen Gesellschaft gewährleisten können, dass 28 unterschiedliche Demonstrationen stattfinden. Das wäre in einigen der teilnehmenden G20-Länder nicht möglich. Und ich finde gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo so etwas möglich ist. Und ja, meine Damen und Herren, es geht um die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit. Auch da bin ich froh, dass wir das hinkriegen. Und das gilt ausdrücklich, das will ich für meine Fraktion hier auch erklären, weil Sie es so gerne hören, natürlich nur für friedliche Proteste. Und Gewalt in jeglicher Form ist aufs Schärfste abzulehnen. Herr Kollege Bauer, Sie haben es gesagt, es fahren auch 1.000 Polizistinnen und Polizisten aus Hessen nach Hamburg. Und ich glaube, es steht im Hessischen Landtag an, darüber zu reden. Und deswegen ist für uns sehr entscheidend, wer fährt denn der hessischen Polizei nach Hamburg und wie fahren die denn ausgestattet? Das finde ich eine sehr spannende Frage, und über die hätte ich gerne auch Auskunft von Innenminister. Fährt denn nur die geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei oder fahren auch Mitglieder der sogenannten Alarmhundertschaften aus dem Einzeldienst hin? Und dann stellt sich mir nämlich die Frage, mit welcher Ausstattung fahren eigentlich die Mitglieder der Alarmhundertschaften dorthin? Weil Sie sind ja Sie sind gerade dabei, Herr Kollege Bauer, qualifizierte Einsatzzüge zu bilden, sind aber noch nicht so weit, die dann gesondert ausgestattet werden sollen. Übrigens erfährt man so etwas ja nicht im Innenausschuss, sondern so etwas kriegt man dann von Polizeibeamten gesagt. Ich finde, das ist eigentlich ein Gegenstand, der in den Innenausschuss gehört hätte. Aber bislang ist es halt leider so, Herr Kollege Bauer, dass die Mitglieder der Einsatzhundertschaften nur über die einfache Version der Schutzweste verfügen und kaum jemand Bein- und Armschoner hat. Deswegen frage ich die Hessische Landesregierung, wie ausgestattet fährt denn die Polizei nach Hamburg, damit Ihnen dort nichts passiert. Und der Kollege Greilich hat es gerade angesprochen und zu Recht angesprochen, wenn wir schon über den Hessenbezug reden. Was tut denn die Hessische Landesregierung im Vorfeld dieses Einsatzes zur Beweissicherung, meine Damen und Herren? Denn wir erwarten zu Recht hier dieses Haus, dass unsere Polizeibeamtinnen und Beamten nicht nur gesund wiederkommen, sondern dass für den schlimmen Fall, wenn etwas passieren sollte, dass dann auch eine ordentliche Beweissicherung erfolgt und nicht wie 2015 hier in Frankfurt, wo genau das nicht erfolgt ist, meine Damen und Herren. Und
ich erinnere noch einmal daran, 150 Körperverletzungen gegen hessische Polizeibeamtinnen und Beamten, und nicht in einem Fall ist es zur Anklage gekommen. Das ist aber entscheidend für die Einsatzkräfte in solchen Orten, und dafür tragen Sie, Herr Innenminister, die Verantwortung. Deswegen erwarten wir heute auch Antworten auf diese Fragen, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen einmal etwas sagen von der CDU für Aktuelle Stunden. Vielleicht reden Sie einmal bei Aktuellen Stunden über Wertschätzung von hessischen Polizeibeamten, statt sich in Tipps für andere Bundesländer und Provokationen der Linkspartei zu ergehen. Das wäre nämlich ein echtes Thema. Mangelnde Besoldungsanpassungen in den Jahren 2015, 2016, 42-Stunden-Woche, die immer noch existiert, 3 Millionen Überstunden, 32 Krankheitstage im Durchschnitt. Sie müssen zum Ende kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Echte Wertschätzung sieht anders aus. Wir erwarten jetzt vom Innenminister die notwendigen Fragen, wie gewährleistet wird, dass hessische Polizeibeamtinnen und Beamten gesund aus diesem Einsatz zurückkommen. Auch wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie gesund zurückkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Also, ich nehme ja Verantwortung gerne auf mich, aber ich hätte schon erwartet, dass Sie die Gewaltenteilung schon einigermaßen kennen, dass jetzt der hessische Innenminister für die Anklagen bei Gerichten auch noch zuständig sein soll. Also, das wäre mir zumindest neu, Frau Kollegin Faeser. Schade, dass Sie das nicht wissen. Aber gut. Dass unsere Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei, dass die Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei gesund wieder aus dem Einsatz zurückkehren, hängt maßgeblich davon ab. Kolleginnen und Kollegen, können wir bitte zur Debatte zurückkehren? Also, wenn hier heute Morgen der Kollege Rudolph von respektvollem Umgang spricht und ich dann solche Zwischenrufe hier hören muss, dann muss ich sagen, dann weiß ich, wer hier respektvoll oder wer hier respektlos mit Leuten umgeht. Sie gehen jedenfalls nicht respektvoll mit hier den Menschen hier in diesem Saal zumindest um, Herr Kollege. Ja. Aber gut. Ich muss mich auf wenige Sätze konzentrieren, weil die Zeit läuft weiter und ich Ihnen nicht ermöglichen möchte, dass Sie am Ende noch einmal zusätzliche Zeit hier bekommen. Die Staats- und Regierungschefs kommen am G20-Gipfel am 7. und 8. Juli zusammen. Ich sage Ihnen, ich bin froh, dass die Regierungen miteinander reden. Ich bin froh, dass sie miteinander diskutieren. Und ich bin eben froh, dass sie sich auf Schlachtfeldern eben gerade nicht gegenüberstehen, wie das vielleicht in früheren Zeiten der Fall war, meine Damen und Herren. Ich finde den Dialog richtig. Und, meine Damen und Herren, und der Dialog, der muss auch stattfinden. Und zwar einmal für die Teilnehmer des G20-Gipfels in einem sicheren Raum. Dafür sind die Einsatzkräfte aus allen Bundesländern und der Bundespolizei zusammen. Und natürlich muss die Möglichkeit zum Dialog auch für diejenigen da sein, die Protest dagegen haben. Völlig klar. Und die müssen auch sicher ihren Protest äußern können. Aber es erfordert, dass alle Beteiligten, und da machen wir uns ja Sorgen drüber, vor allen Dingen in bestimmten Bereichen von denen, die den Protest sozusagen schon angekündigt haben, dass der eben friedlich ist, das erwarten wir und das müssen wir erwarten. Das gehört zu einem friedlichen Dialog mit dazu. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Einsatzkräfte, Frau Kollegin Faeser, wieder gesund zurückkommen. Und meine Damen und Herren, ich bin auch froh, dass das bei uns in unserem Land stattfindet. Es gibt G20-Gipfel, die in anderen Ländern stattgefunden haben, die im Vorfeld jede Kritik, jede öffentliche Meinungsäußerung niedergeknüppelt haben. Bei uns ist es möglich, dass dieser Protest stattfindet. Er muss nur, das ist unsere Forderung, friedlich stattfinden von denen, die den Protest ausüben, meine Damen und Herren.
Und es muss am Ende, ob das in Hamburg sein muss oder nicht, das ist eine Frage, ob das der Standort sozusagen richtig gewählt ist. Da müssen Sie vielleicht auch einmal mit den Teilen der Bundesregierung, für die Sie die Verantwortung haben, noch einmal reden. Das ist ja keine Ein-Mann- oder One-Woman-Show der Bundeskanzlerin. Ich sage Ihnen nur, ein Gipfel muss an einer Stelle stattfinden, wo halt 20 Staaten mit ihren Delegationen, die zum Teil bis zu 1.000 Leute umfassen, die Delegationen, dass sie auch entsprechend unterkommen können. Das werden wir nicht, wie der Kollege Cafier das mal vorgeschlagen, mein Kollege Cafier vorgeschlagen hat, auf einem Flugzeugträger sicherstellen können, der irgendwo mitten auf dem Mittelmeer oder im Atlantik herumschippert, meine Damen und Herren. Deswegen muss es eine Großstadt sein. Und insofern die Tatsache, dass der regierende Bürgermeister von Hamburg, Herr Scholz, sich auch auf die Gipfelteilnehmer freut, scheint ja dazu sozusagen Anlass zu geben, dass auch die Hamburgerinnen und Hamburger nicht alle sozusagen komplett gegen diesen Gipfel sind, meine Damen und Herren. Der Protest und die Kritik dagegen muss auch sicher sein. Ich habe es gesagt. Und für beides brauchen wir einen guten, gut koordinierten, allerdings auch einen sehr großen Polizeieinsatz. Und, meine Damen und Herren, Hessen schickt in einer Größenordnung von 1.000 Einsatzkräften zur Unterstützung der Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Und das machen wir mit der Bereitschaftspolizei, die dort mit geschlossenen Einheiten antreten werden. Wir werden unterstützen von Wasserwerfer über Taucher, Polizeiboote, Reiterstaffel, Hubschrauber, Flugzeug, nur damit Sie eine grobe Vorstellung davon haben, mit welcher Ausstattung wir da hinfahren. Und, meine Damen und Herren, da will ich Ihnen auch dazu sagen, wir können diese Ausstattung liefern, weil wir eines der wenigen Bundesländer sind, die eine solch hervorragend ausgestattete Polizei überhaupt haben, meine Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich erinnere an die Redezeit der Fraktion. Da die Redezeit zu Ende ist, bleibt mir am Ende zu wünschen, dass der G20-Gipfel gute Entscheidungen bringt, meine Damen und Herren, dass wir einen friedlichen Verlauf des Protestes erleben werden und am Ende eine gesunde Heimkehr unserer Einsatzkräfte. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 62 abgehalten. Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt, ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausbau der Übertragungsnetze notwendig für die Energiewende, Drucksache 5071 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 74 und kann nach Top 63 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Das ist der Fall.